Something incredible has happened. Here, take a look at this. Here's the thing. Schön, dass ihr da seid. Ich bin Fexil und in diesem Video spielen wir wieder Pokémon Snap. Im letzten Part haben wir zum ersten Mal in den nachts den Florio Naturpark fotografiert, Pokémon fotografiert und es hat echt Bock gemacht. Dieses Video werden wir ihn nochmal untersuchen und ich freue mich über jeden Like. Ihr könnt mich jederzeit liken zur Unterstützung. Als du dich der Blumenwiese genähert hast, da habe ich einen gewaltigen Energieanstieg gemessen. Warte mal, im ersten Part hat Professor Miro doch schon mal über einen Energiesteigerung geredet, das passieren kann. Und Energieverkommen irgendwie höher ist oder irgendwie so. Und dann hat ihn seine Assistentin einfach unterbrochen. Okay. Und die Quelle dieser Energie hat sich bewegt, wenn auch nur ein kleines bisschen. Das heißt, das war ein Lumina-Pokémon. Ich kann es noch nicht mit Gewissheit sagen, aber ich denke schon. Wieso ist es jetzt auf einmal aufgetaucht? Hast du irgendwas Besonderes gemacht? Nein, ich habe nur fotografiert. Ich habe nichts Besonderes gemacht. Das habe ich mich auch gefragt. Es ist bestimmt nicht nur durch Zufall aufgetaucht. Daher war es am besten, wenn du dir den Ort der Energiequelle mal genauer ansiehst. Was? Ich will auch mit. Und wir zwei werden das Ganze auf dem Bildschirm mitverfolgen, Rita. Brich bitte auf, wenn du bereit bist. Jederzeit. Das hört sich voll spannend an. Kunden, aber ich dachte, es gibt noch was Neues. Lass uns zur Lumina-Zone im Naturpark gehen. Dort treffen wir vielleicht auf einen Lumina-Pokémon. Eigentlich wollte ich den Park nachts noch fahren. Ja, konnten erstmal das Gebiet nochmal, weil es eigentlich diesmal vorhatte. Es hat sich einfach das Lumina jetzt dazwischen gefunkt, aber ich würde das jetzt gerne anders machen. Ich fotografiere jetzt erstmal hinten. Ich mache mal von ihm nochmal von jeder Sorte nur eins. Okay, mit Blitzern und Bisafranken habe ich schon eins. Von ihm werde ich noch eins machen. Ich erwische. Hoppla. Okay, habe ich von ihm schon welche? Na, aber da hat er wieder. Ich kann einfach nicht widerstehen, den fotografieren. Oh nein, jetzt habe ich ihn wieder Frock und kein Hoppler fotografiert. Ich habe noch 66. Okay, es waren jetzt ziemlich viele, aber ich habe noch 58. Das war wirklich ein Wahnsinns-Pokémon. Wow, das war einfach drin, in diesem Hügel. Danach, ich habe immer noch 50. Locker für das Gebiet. Oh, ein Leuchtnis. Ein Schwalbe. Gut, ich habe noch...
Oh, hat sogar hergeschaut. Gut. Ich mache jetzt doch ganz schön viel, aber ich habe noch genug. Okay, ich habe noch so viele. Ja, ich habe jetzt zwar die meisten. Ich will Lego mit zwei Kurse machen, denn das Highlight. Gerne schon in diesem Park verfassen, aber. Saulau war mal ab, der Angsthase. Ich glaube einfach mal nicht, dass das abhauen wird. Das hier schon das Lumia. Warum war hier ein Lumia? Warte mal, aber so ist, ich könnte doch auch. So ein Chatter könnte doch auch hohe Energievorkommen machen. Also könnte es sogar sein, dass es auch von ihm kommt, aber ich glaube nicht. Ich glaube wirklich, dass das schon. Ich glaube schon, dass das der Lumia. Das Lumia war. Ich hoffe einfach, dass ich es richtig. Ich hoffe einfach, dass ich es jetzt richtig ausgesprochen habe, das Lumia. Ich kann hier einfach alle vorziehen. Komm zurück, hast gemacht. Ja, das würde ich sagen, aber warte, wir machen das jetzt schnell. Ich würde sagen, wir machen das jetzt schnell durch und machen dann mit. Mit dem Highlight eigentlich. Dem wirklich eigentlichen Highlight weiter. War dann nämlich sind 1 Sterne. Der hat glaube ich nur ein. Der habe ich dann nämlich das hier. Gut. Sterne schon, dann nehme ich jetzt den 1 Stern. Sterne habe ich blöderweise schon. Dann nehme ich das hier. Noch kein 2 Sterne, gut, weil. Habe ich noch gar nichts. Dann nehme ich. Ich das 17, na, da ist das Ende drauf. Das Ende der Strecke drauf, das mag ich eigentlich nicht gern, aber naja. Gut, dann wollen wir sehen, was du für mich hast. Ich glaube, das hier mit 2 Sternen kommen wir einfach. A new discovery. Nice work.
nicht ziemlich gut, aber noch viel zu entdecken. Basiscamp, komm. Ich mache gerade Kaffee für den Professor. Nein, okay, ist gerade nicht. Ich bin gerade eher im Stress. Also go Lumia-Zone. Okay. Nahkampf von da drüben. Ich kann mich ein bisschen umsehen. Go. Nicht nur 1, 72. Sofort verlegen. Ich hoffe, dass wir keinen anderen Pokémon kommen. Ich ignoriere einfach alles andere. Schnell, ich schieße einfach lauter Pokémon sofort von ihnen. Ja, es ist schwierig zu fotografieren, glaube ich jetzt. Legendäre Pokémon. Okay, jetzt noch mal eine Fallblume. Schenk kein Foto für Izzy. Ich glaube, das ist das Highlight. Ich glaube, wenn man sie so fotografiert, ist es am besten. Oh, das kann auch viele Punkte geben, wenn er schreit. Diesen Schrei auslöst. Und dann. Ah, gut, jetzt ist er hinterm Busch. Im Baum. Das Lumia-Pokémon. Oh, ich bin voll aufgeregt. Tatsächlich, ich hoffe, wenn wir das dann nicht. Wie er hinschaut, wie er heute guckt. Weg ist es. Schade. Der Energieanstieg ist aufgeschwunden. Lass uns drüber reden. Möchte. Okay. Kristallblume unten. Was zählt das nicht? What? Oh nein, ich fürchte. Null haben gezählt. Nein, für keins gezählt. Es zählt einfach kein einziges Pokémon-Foto von ihm. Und auch die. Ah, ich glaube, da muss. Es muss leuchten. Nein, es muss leuchten. Das tut es in den meisten Fotos nicht. Hä, um 10? Das Foto ist ein. Das Foto 10 auch. Oh, no. Hoffentlich ist ein 3 Sterne dabei, wo es leuchtet. Fürchte nicht. Fürchte, es ist kein, es sind nur 2 Sterne in Leuchten dabei. Ja, sieht man's. 30. Foto. Es ist noch ein Foto. Wo Sterne? Schauen wir mal auf 2 Sterne. Warum, was mir am besten. Das hier gefällt mir noch ganz gut. Kristallblume. Das
das war auf Leonard Fotos geschossen. Megane. Megane. Fies. Megane. Es sieht aus, als würdest du es sich freuen, nicht wahr? Zwei glitzernde Sterne. Kommt das hier, das ist viel schöner mit dem Legende. Oh, was für Aufregung. Zone 2, Level auf die. Oh, das neue Vorschläge reicht. Halt deine Augen nach den kleinsten Veränderungen offen. Großartige Pose ist ein Forderungstitel. Halt bei der Befotung mindestens 10.000 Punkte. Der Gott gibt Pose. Das sanftmütige Mysterium. Du hast das Lumina-Pokémon Megarine im Fotodeck integriert. Karton. Du hast Forschungstitel, das sanftmütige Mysterium. Okay. Übrigens. Dank dazu im Lumia-Pokémon gibt es etwas Neues zu berichten. Ich erzähle dir davon, sobald du deine Fotos verstaut hast. Du darfst gewandt sein. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert mich. Bis zum nächsten Pokémon-Snap-Video. Tschüss.